Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Heute sind wir unterwegs im Waadtländer Jura. Wir sind auf dem Gipfel vom Chasseron auf etwa 1600 Meter. Ja, wir gehen jetzt nicht mit dem Trottinett rauf. Nein, wir gehen per beides rauf. Aber man könnte. Das nächste Mal machen wir es. Unsere Wanderung fängt im Val de Travers an und führt vom Kanton Neuenburg in Kanton Waadt. Das Val de Travers hat einen mystisch verwunschenen Ruf, nicht nur wegen seiner mächtigen Fichten. Die Wälder haben auch den Ruf, mystisch zu sein, weil es da grüne Feen gibt, offenbar. Hast du auch schon eine grüne Fee entdeckt? Ich habe sie nicht gross suchen. Ich habe schon ab und zu Neuenburg erfunden im Val de Travers. Offenbar gibt es da Brünnen, Absandbrünnen. Aber sie sind geheim. Ja. Bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Suchen wir noch ein bisschen. Einen Absandbrunnen haben wir nicht entdeckt. Das Geheimnis bleibt offenbar den Einheimischen vorbehalten. Schon bald verlassen wir auch schon die Kantonsgrenze. Ja, das ist die Grenze zwischen dem Kanton Neuenburg und Waadt. Ist offensichtlich für Menschen durchgängig, für Kühe gesperrt. Vor uns liegen die typischen Jura-Hochweiden und der Jura-Höhenweg. Weil auch hier ein langer und kalter Winter war, laufen wir teilweise noch immer über Schneefelder. Der Jura-Höhenweg ist einer der ältesten sogenannten Weitwanderwege von Europa. Er startet in Zürich, führt unter anderem auch über den Chasseron und endet in Genf. Das Gipfelfoto auf dem Chasseron, nicht zu verwechseln mit seinem Bruder, dem Chasseral, muss natürlich sein. Auf das Panoramafoto müssen wir allerdings verzichten. Leider haben wir heute keine gute Aussicht auf den Genfer und den Neuenburger See. Dafür werden wir überrascht von einem anderen seltenen Moment. Nicht weit weg von uns liegt der Friedenstein, der Pierre de la Paix, und genau dort zeigt sich uns eine Gruppe von Gämsen, die sich so gar nicht stören lässt von uns. Der Friedensstein, ein vielbewunderter Findling, trägt alle Symbole der Weltregionen. Offenbar gibt es da auch immer wieder Wanderer, die diesen Weg nur wegen ihm auf sich nehmen. Der Chasseron, die Einheimischen sagen ihm auch den Balkon vom Waadtländer Jura, zeigt sich heute von einer launischen, aber trotzdem schönen Seite. Vielleicht auch gerade wegen dem Wochenspiel. Der Abstieg führt über die Krete zur Skistation Les Avats. Wir machen den Abstecher ins Grand Hotel des Races. Der Charme der Belle Époque ist heute noch spürbar und der Hoteldirektor Patrick Bess erzählt nicht ohne Stolz, dass sein Hotel die Auszeichnung «Historisches Hotel vom Jahr 2019» bekommen hat. Zum Schluss führt unsere Wanderung durch die Covatan-Schlucht. Ein Ort, der an einem heissen Sommertag so richtig erfrischt und darum ein guter Abschluss ist. Time when the robots will rule.